Hallo und herzlich willkommen bei Willkommen Österreich. Willkommen Österreich. Es birgt viel Raum. Willkommen Österreich mit Ricarda Reinisch und Peter Tichacek. Zerbrechlich wie ein Schmetterling, wie die kleine Lena ihr Leben mit einer unheilbaren Hautkrankheit meistert. Willkommen am Montag. In Frühlingszeit, Hochzeitstyling, die Braut, die sich traut. Frühlingszeit mit Elisabeth Engstler. Konkret, das Servicemagazin. Schülermobbing, Jugendlicher gibt den Berufswunsch auf Druck der Lehrer auf. Verantwortung. Wer ist für die umgestürzte Holzstatue auf der Gerlitzen zuständig, die einem 5-jährigen Buben das Leben gekostet hat? Es gibt dort mehrere Betreiber. Großeinsatz. Höchste Alarmstufe im oberösterreichischen Käfermarkt. Eine Kfz-Werkstätte steht in Vollbrand. Gleich daneben ist eine Tischlerei. Und Terrorgefahr. Was kann man gegen Anschläge wie jenen in Barcelona tun? Welche Maßnahmen gibt es hierzulande? Karl-Heinz Grumböck vom Innenministerium ist dazu Gast im Studio. Einen angenehmen Nachmittag und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie bei Heute Österreich. Opernstars. Barbara Rett trifft Künstler-Ehepaar. Backprofi. Thomas Hartmanns Zwetschgenmohntorte. Society Talk. Isabella Großschopf über die Promi-Woche. Heute Leben, heute mit Verena Scheitz und Wolfram Pirchner. Ja, es hat einen Grund, es ist die letzte Ausgabe von Heute Leben, liebe Zuschauer, und daher haben wir uns entschlossen, es gemeinsam zu moderieren. Freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Schönen guten Abend, heute konkret am Donnerstag mit diesen Themen. Versteckter Baumangel, aber keiner will am Schaden schuld sein. Elektrorad mit Schein, wenn das Zweirad zum Kraftfahrzeug wird. Und Anti-Wespen-Tricks, so werden sie die Plagegeister endlich los. Eine schöne Reihenhaussiedlung in der Steiermark, auf den ersten Blick solide gebaut. Doch dann fällt drei Familien buchstäblich die Decke auf den Kopf. Österreich ist ein Käseland. Es gibt zahlreiche Sorten, die in Frisch-, Weich- und Hartkäse eingeteilt werden. Ausgeraubt und geflüchtet bei dem Überfall auf ein Einfamilienhaus in Schwarzenbach haben die Täter ihre Opfer gefesselt und teils schwer verletzt. Geforscht und investiert. Was kann und soll Österreich zur internationalen Weltraumforschung beitragen? Franz Fieböck ist dazu Gast im Studio. Und abgeseilt und gerettet. 135 Beamte waren bei einer internationalen Terrorübung auf einem Donaukreuzfahrtschiff im Einsatz. Es galt, Geiseln vom fahrenden Schiff zu befreien. Einen angenehmen Nachmittag und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie bei Aktuell in Österreich. Mein Name ist Gerhard Schmiedl. Ich arbeite herum auf der Franz-Josefs-Höhe seit mittlerweile 40 Jahren und fühle mich da wie zu Hause. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von daheim in Österreich. Was für ein Empfang, unglaublich, bin ganz gerührt. Vielen lieben Dank. Sie sehen, von hoch oben ist gar nicht so leicht runterzugehen.
schönen Montagabend. Bei uns wird's jetzt wieder konkret. Wiener Dieselgipfel, werden Autokonzerne nun in die Pflicht genommen? Gehen oder bleiben die Zukunft der Everdinger Hochwasseropfer und Geschäft mit Herz, ein kleiner Blumenhändler bietet Handelsriesen die Stirn. Zu hohe Abgaswerte, angedrohte Fahrverbote und Software-Updates. Ja, so kann es nicht weitergehen. Österreich ist ein Land der Tierfreunde. 8 Millionen Einwohner haben 750.000 Hunde